Weder Marx noch Adorno haben Abhandlungen über den Begriff der Natur bzw. die Begriffe der Natur geschrieben. Letztere äußerte sich kurz vor seinem Tode gegenüber Ulrich Sonnemann, eine Naturphilosophie oder Naturdialektik zu beabsichtigen, während Marx eine von Engels erwartete, der aber selber kläglich daran scheiterte und es nur zu einer Methode der Analogisierung brachte. Ich kann doch mal Engels zitieren. Gerade die Dialektik ist aber für die heutige Naturwissenschaft die wichtigste Denkform, weil sie allein das Analogon und damit die Erklärungsmethode bietet für die in der Natur vorkommenden Entwicklungsprozesse, für die Zusammenhänge im Ganzen und Großen, für die Übergänge von einem Untersuchungsgebiet zum anderen. Also so Engels. Aus bestimmten Gründen muss so ein Projekt scheitern und es ist auch gescheitert. Das geht ja bis hin zu Scharlatanen wie Lysenko, die damals Naturkatastrophen damit erzeugt haben. Adorno und Horkheimer machten das, was der akademische Betrieb Professoren ermöglicht, und setzten einen Doktoranden, Alfred Schmidt, darauf an, dessen Dissertation der Begriff der Natur in der Lehre von Marx Anfang der 60er Jahre fertiggestellt wurde, die bis dahin bekannten Schriften von Marx gründlich untersuchte. In der Bundesrepublik war die Beschäftigung mit Marx wegen dessen Dogmatisierung im Sowjetmarxismus und dessen Nutzung als Legitimationswissenschaft des Parteikommunismus nicht selbstverständlich. Auch wenn diese Legitimationsideologie des Marxismus-Leninismus auch gegen den westlichen Marxismus sich richtete und eine geistige Frontlinie innerhalb des internationalen Marxismus errichtet hatte. Das Vorwort, das der Erstveröffentlichung von Schmidts Arbeit vorangestellt wurde, erläutert diese historische und wissenschaftshistorische Situation. Alfred Schmidts Arbeit gibt sich als ein Stück Marx-Philologie. Aus den verschiedenen Lebensperioden des Autors des Kapitals werden die Stellen aufgesucht und interpretiert, die sich auf den Begriff Natur beziehen. Soweit wir sehen können, gab es bisher keine gründliche, dem Stand der Problematik angemessene Darstellung des Naturbegriffs bei Marx. Um sie zu leisten, war es nicht genug, die Stellen zu sammeln, in denen von Natur gesprochen wird. Auch wo Natur nicht Thema ist, in den Theorien über Arbeit, Wert und Ware sind Konzeptionen von Natur impliziert. Deshalb werden durch die verantwortliche Darstellung des Naturbegriffs auch andere Partien der Theorie erhellt. Die Version etwa, dass zwischen idealistischer und materialistischer Dialektik ein radikaler Gegensatz bestehe, wird von Schmidt zurechtgerückt und damit auch das oft zitierte Marx'sche Wort, dass sein Verfahren mit der Dialektik bloß kokettiere. Mit dem Vulgärmaterialistischen verschwindet auch das pragmatistische Missverständnis der Marx'schen Lehre. So wenig wie ein anderer Philosoph hat Marx je gefordert, dass die Gestalt des Gedankens der Praxis sich angemessen solle, auf Kosten der Wahrheit nach praktischen Erfordernissen zuzuschneiden sei. Über Gelehrte, die einem praktischen Thema Probandum irgendeinen Effekt zuliebe, von ihrer Erkenntnis etwas sich abhandeln lassen, hat Marx verächtlich geredet. Er hat sie Lumpen genannt. Politische Marx-Studien pflegen im Osten der inneren Gleichschaltung, der Ausrichtung der Jugend, der Mission in fremden Ländern zu dienen, die der Kolonisation den Weg bereitet. Im Westen nicht selten der Defensive gegen das neue, aggressive Evangelium. Allzu oft wirkt äußere Rücksicht selbst im Westen auf die Behandlung des Themas, ja darauf zurück, dass man sich überhaupt mit ihm beschäftigt. Durch die bescheidene philologische Fragestellung hat Schmidt solcher Versuchung sich entzogen. Mit der Entfaltung des zentralen Begriffs, den die Arbeit zum Gegenstand hat, treten andere als die traditionellen Konsequenzen hervor. Das legitimiert die Veröffentlichung der als Dissertation entstandenen Arbeit in unserer Reihe. Die Überlegungen vor allem Adornos und anderer
Alt-Frankfurter kritischen Theoretiker kreisten in den frühen 60er Jahren um einen Materialismus zweiter Natur. Ein erneuter Rekurs auf Marx diente dazu, den kritischen Marxismus weiterzuführen und die Kritik an der auf Engels zurückgehende dogmatische Marx-Interpretation abzuweisen, die zu einer Trennung von historischem und dialektischem Materialismus und der Vorordnung eines für dialektisch ausgegebenen ontologischen Materialismus vor dem historischen führte. Da im Wesentlichen die Dichotomie von Idealismus und Materialismus damals schon in der kritischen Theorie zurückgewiesen wurde, werde ich vorweg noch schon darstellen, wie auch Schmidt über diese Begriffe 20 bis 40 Jahre später in Vorlesungen lehrte und in einem Lexikonartikel darlegte. Ich kann es auch weglassen, aber wie damals Idealismus und Materialismus konzipiert worden ist, sollte vielleicht doch nochmal dargestellt werden. Also erstmals tritt dieses Begriffspaar Idealismus-Materialismus in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf. Zuerst im deutschsprachigen Raum. 1726 erläutert Walch im Philosophischen Lexikon im Artikel Materialismus: Es zeigt sich dieses überhaupt einen Irrtum oder falschen Begriff an, den man in Ansehung der Materie hat. Man nenne dasjenige ein Materialismum, wenn man die geistlichen Substanzen leugnet und keine andere als körperliche zulassen will. Unter den Neuern gehört dahin der Benedictus de Spinoza, der nur eine einzige Substanz zugibet und daher die Seele des Menschen vor körperlich halten, alle anderen Geister aber leugnen muss. Unter solchen Materialisten steht auch Hobbesius, also Hobbes, mit oben an, welches niemand verborgen sein kann, wer nur bedenket, dass er alle Substanzen, die keinen Körper haben, geleugnet. Man pflegt auch das einen Materialismus zu nennen, wenn man alle Begebenheiten und Wirkungen der natürlichen Körper bloß aus der Beschaffenheit der Materie, als deren Größe, Figur, Schwere, Gegeneinanderhaltung und Mischung herleiten und also außer der Seelen kein anderer geistig Prinzipium erkennen will, welches aber eben das, was man sonst Mechanismum nennt. Inzwischen ist es nicht ungewöhnlich, dass man in der Physik die Mechanikos auch die Materialisten nennet und ihnen die Spiritualisten entgegensetzt, obwohl die Wörter Mechanismus und Mechanikos viel üblicher sind. Danach taucht der Materialismusbegriff im Französischen und Englischen auf. Im Zeitalter der Aufklärung ist der Materialismus mit Namen wie Lametrie, Helvetius, Diderot und Holbach verbunden, aber auch mit Gassendi und Boyle, die den antiken Atomismus wiederentdeckten, mit dem sich auch Marx in seiner philosophischen Doktorarbeit beschäftigt hatte. Es waren die sich entwickelnden neuen Erkenntnisse der Physiologie des menschlichen Körpers, aber auch die klassische Mechanik in der Physik, die Fortentwicklung des Mechanizismus von Descartes und Hobbes, die zu einem Begriff von Materialismus führten. Auch der Terminus Idealismus kommt im 18. Jahrhundert erstmals vor, vor allem abgrenzend gegen Platon. So stellte Leibniz Epikur und Platon typisierend als Materialisten und Idealisten entgegen. Begriffe, also die mit Ismus enden, so einst mal Walter Schulz, ein Tübinger Philosoph, erheben das, was davor steht, zum Prinzip. Aufgrund der Unterschiede, was seit Platon jeweils unter Idee verstanden wurde, haben wir so denn auch verschiedene Begriffe von Idealismus. Alfred Schmidts Artikel über Idealismus formuliert: Idealisten sind Meissners philosophisches Lexikon zufolge jene Sekte der Philosophen, welche bloße Geister zugeben oder solche Dinge, die nicht aus Materie bestehen und von uns einfach genannt werden, dergleichen die Leibnizschen Einheiten sind. Also die Monaden sind gemeint. Sie leugnen die wirkliche Gegenwart der Welt außer der Seele und halten die Welt und die darin befindlichen Körper für bloße Einbildung der einfachen Dinge und sehen sie nicht anders als einen regulierten Traum an. Daher räumen sie der Welt weiterhin keinen Raum als in den Gedanken ein. Materialisten dagegen, nach Meissner eine schlimme Sekte, betrachten den Geist als sekundär gegenüber der ewigen Natur. Der Artikel Idealismus und Materialismus von Alfred Schmidt
der aus ihnen in seiner letzten Vorlesung fleißig zitiert, befinden sich im Lexikon der Geisteswissenschaften. Solche im Vergleich zu heute primitiven Vorstellungen von Materialismus und Idealismus herrschen also noch vor, als Marx als Kenner der Philosophie von Kant bis Hegel es schon besser wusste. Eines der Grundgedanken, die Schmidt anhand von Marx herausarbeitet, ist der Sachverhalt, dass die alten Materialisten zwar in der Sache, aber nicht in der Form recht gehabt hätten und umgekehrt die Idealisten. Die vom Sowjetmarxismus bestimmten Theoretiker mit ihren widerspiegelungstheoretischen Vorstellungen von Materie veranstalteten daraufhin eine Tagung zum 100. Geburtstag von Lenin mit dem Thema »Die Frankfurter Schule im Lichte des Marxismus«, wo einige Frankfurter wenigstens mitdiskutieren konnten über das, was sie selber vertraten, unter anderem auch Alfred Schmidt. Es gibt in der idealistischen Philosophie Fragestellungen, so Schmidt, die mit der idealistischen Form, in der sie vorgetragen werden, nicht abgetan sind. Der deutsche Idealismus von Kant bis Hegel, an den Marx bewusst angeknüpft hat, zeigt, dass die uns umgebende Welt keine bloß an sich seiende, sondern ebenso sehr eine für und durch uns seiende Realität ist. Freilich hat der Idealismus diese Abhängigkeit des Objektiven vom Subjektiven, indem er sie aussprach, zugleich mystifiziert. Und zwar deshalb, weil er die subjektive Konstitution dessen, was wir Erfahrungs- und Denkwelt nennen, radikal entstofflichte und dadurch die Sache verdunkelte. Alfred Schmidt wird bis zum Lebensende das Verhältnis von Materialismus und Idealismus in vielen Büchern, Aufsätzen und Vorlesungen thematisieren. Nach dem Zusammenbruch der staatskapitalistischen Staaten, die in der Engels-leninistischen Tradition standen, hat sich die Verfahrensweise von Schmidt kaum verändern müssen, da er ja genau das Ideologische daran immer von ihren Fundamenten her kritisiert hatte. Der eben zitierte Diskussionsbeitrag Schmidts sei noch ein wenig erläutert. Mit dem Begriff der gegenständlichen Tätigkeit hielt Schmidt die Vermitteltheit des unmittelbar Vorfindlichen gegen die idealistischen Formen fest und arbeitete eine Alternative zu Hegels ontologischer Naturdialektik heraus, wodurch sowohl der erkenntnistheoretischen Abhängigkeit der Objektwelt als auch dessen ontologische Unabhängigkeit Rechnung getragen wird. Aus der Perspektive von Kants negativer Metaphysik und Hegels Produktionslogik diskutiert er das Verhältnis erster und zweiter Natur mittels der Interpretation der marxischen Texte in Hinsicht auf ihr Naturverhältnis. Bereits aus der Perspektive von Hegels Einheit von Theorie und Praxis lässt sich sagen, dass die Erkenntnis kein Jenseits der Praxis ist und dieser Schein aus der Praxis selbst erklärbar ist. Und so kommt Schmidt zum Ergebnis: Der Erkenntnisprozess ist für Marx kein bloß innertheoretischer Vorgang. Er steht im Dienste des Lebens. In der Vorstellung, dass er ein selbstgenügsames, vom Leben abgespaltenes Dasein habe, kurz in aller kontemplativen Philosophie, sieht Marx einen Ausdruck menschlicher Selbstentfremdung. Bei Strafe ihres Untergangs müssen sich die Menschen mit den Formen, das heißt den Gesetzen des von ihnen bearbeiteten Materials, mit dem Wesen der sie umgebenden Naturerscheinungen vertraut machen. Alle Naturbeherrschung setzt die Kenntnis der natürlichen Zusammenhänge und Prozesse voraus, wie sie umgekehrt aus der praktischen Umgestaltung der Welt hervorwächst. Schmidt arbeitete zunächst einmal das idealistische Erbe heraus, aber zeigt zugleich auf, wie Marx über Hegel hinausgeht. Sofern das menschliche Interesse, das ganz materialistisch in der Triebstruktur gründet, gleichermaßen gesellschaftlich vermittelt ist und nicht bloß vorausgesetzt werden kann. Und diese Vermittlung ist im Idealismus vor allem thematisiert worden. Die materialistische Version der Dialektik ist darin zwar an Hegel geschult, dass sie hinter dem Verhältnis von Naturgesetz und Teleologie das Allgemeinere von Notwendigkeit und Freiheit aufspürt. Sie geht aber insofern über Hegels Festfassung des Problems hinaus, als sie nachweist, dass die Triebe
Begierden und Zwecke, wie sie überhaupt die Arten des menschlichen Interesses an der Natur jeweils gesellschaftlich vermittelt sind. Die gesellschaftliche Vermittlung hebt entgegen Hegel bei Marx allerdings nicht die Priorität der Natur gänzlich auf, die ihm zufolge darin besteht, dass die Materie auch ohne Menschen existierte und existiert. Zwar bezeichnet Marx in seiner Feuerbach-Kritik die gesellschaftliche Produktion als die Grundlage der ganzen sinnlichen Welt. Er hält aber zugleich daran fest, dass die gesellschaftliche Vermittlung der Natur deren Priorität nicht sowohl aufhebt als bestätigt. Das bedeutet also für die materialistische Dialektik, dass die Natur weder ideologisiert noch ignoriert werden darf. Die dem Naturmaterial eigenen Gesetze, mit denen alle menschlich-gesellschaftliche Zielsetzung zu rechnen hat, werden vom dialektischen Materialismus weder ignoriert noch fetischisiert. Genau hierin ist auch das Dialektische des dialektischen Materialismus zu sehen, dass es keine Metaphysik der Materie darstellt, die sich von Idealismus nur dadurch unterscheidet, dass das Wort Idee durch Materie ersetzt wird, um die Einheit der Welt zu denken. Wir haben hier also zweierlei zu bedenken. Die Eigenständigkeit der Materie und dass wir sie nicht ohne Vermittlung erkennen können. Nicht darin, dass der Materie jede Eigengesetzlichkeit und Eigenbewegung abgesprochen wird, besteht das Dialektische des Marxischen Materialismus, sondern in der Einsicht, dass die Bewegungsform der Materie einzig durch die vermittelnde Praxis hindurch von den Menschen erkannt und zweckmäßig angewandt werden können. Die zwischen Mensch und Natur in der Produktion stattfindende dialektische Bewegung schließt im Materialismus, wie bei Hegel, die Naturgesetze nicht aus, sondern ein. In den Abriss des englisch-französischen Materialismus in der Heiligen Familie kennzeichnet Marx den nicht ausschließlich mechanischen Materiebegriff Bacons auf eine an Schelling erinnernde und gerade deshalb seine eigene Theorie mitcharakterisierende Weise. Dort schreibt Marx: Unter den der Materie eingeborenen Eigenschaften ist die Bewegung die erste und vorzüglichste, nicht nur als mechanische und mathematische Bewegung, sondern mehr noch als Trieb, Lebensgeist, Spannkraft, als Qual, um den Ausdruck Jakob Böhmes zu gebrauchen, der Materie. Die primitiven Formen der letzteren sind lebendige, individualisierende, ihr inhärente, die spezifischen Unterschiede produzierende Wesenskräfte. Die Materie lacht in poetisch sinnlichem Glanze den ganzen Menschen an. Also so der junge Marx in der Heiligen Familie. Also Jakob Böhme hatte den Ausdruck Qualität mit von Qual kommend übersetzt. Nicht? Darauf weist Hegel in seiner Logik hin. Also das ist diese Anspielung, die Marx hier macht. Hier hat der Marx'sche Naturbegriff durchaus romantische Züge. Aber dies wiederum wird nicht jenseits des sich in den letzten Jahrhunderten entwickelnden Naturwissens behandelt. Marx besteht darauf, Materialist zu sein, aber ein durch den Idealismus Belehrter. Schmidt konzentriert die Perspektive auf diese Dialektik. Eine eigenständige Naturdialektik gegen den Idealismus von Friedrich Engels Naturdialektik, welche Natur letztlich nur als Setzung des Subjekts in den Blick bekommt, wird nicht konzipiert oder anhand von Marx herausgearbeitet. Eine Naturdialektik oder Philosophie, die nicht wie Engels die vom Subjekt gesetzten Formen als unabhängig vom Subjekt ansieht, die bloß wiedergespiegelt würden, versucht Schmidt nicht herauszuarbeiten. Das war dann anderen Autoren wie Wolf Dietrich Schmidt-Kowarczyk vorbehalten, die das Schellingsche Erbe in Marx beerbten. Eine solche Auffassung der Natur, in der die Menschen und deren Denken von der wirklichen Natur umgriffen werden, finden wir ansatzweise allerdings in Adornos negativer Dialektik, gerade an Textstellen, die an Schelling gemahnen. Aber Schmidt war doch mehr damit beschäftigt, die englischen Suppositionen menschlicher Setzung abzuweisen und arbeitet dieses Moment des marxischen Naturbegriffs heraus in Hinsicht dessen, wie Natur sich im Lichte der Geschichts- und Gesellschaftstheorie darstellt. Ich zitiere Schmidt: Die Frage nach dem marxischen Naturbegriff erweitert sich notwendig nach dem Verhältnis
der materialistischen Geschichtserfassung zum philosophischen Materialismus überhaupt. Mit ihr hat sich die Marx-Interpretation nur selten und in wenig befriedigender Weise beschäftigt. Bei Engels konnte das Problem, ob er auch in einem allgemeinen philosophischen Sinne Materialist gewesen sei, gar nicht erst aufkommen. Dazu weisen ihn die Feuerbach-Schrift wie der Anti-Düring und die Dialektik der Natur zu eindeutig aus. Bei Marx liegen die Dinge etwas anders. Der in seiner Geschichts- und Gesellschaftstheorie enthaltene Kern tritt nicht so offen zutage und ist nur schwer herauszupräparieren. Indem der weitaus größte Teil der seitherigen Literatur über Marx mit Grund hervorhebt, was dessen Materialismus als eine primär an Geschichte und Gesellschaft orientierte Theorie qualitativ von allen philosophiehistorisch aufgetretenen Formen des Materialismus unterscheidet, versäumt er zugleich, diejenigen Momente in Marx zu berücksichtigen, die ihn selbst mit den antiken Materialisten verbinden. Marx selbst ist sich übrigens dessen bewusst, dass die Bezeichnung seiner Lehre als materialistisch mehr bedeutet als eine philosophisch unverbindliche Ausdrucksweise pour épater le bourgeois, also um den Bürger zu verblüffen, dass diese Lehre vielmehr in einem genauen Sinn in die Geschichte der materialistischen Philosophie gehört. Bei Marx ist Schmidt zufolge die Beurteilung des französischen Materialismus von entscheidender Bedeutung. Insbesondere wie der Sensualismus von John Locke bei Helvetius in eine materialistische Theorie der Gesellschaft überführt wird, die Marx als realen Humanismus und logische Basis des Kommunismus bezeichnet. Von Volney, Dupuis, Diderot etc. brauchen wir nicht zu reden, so wenig wie von den Physiokraten, nachdem wir die doppelte Abstammung des französischen Materialismus von der Physik des Descartes und von dem englischen Materialismus wie den Gegensatz des französischen Materialismus gegen die Metaphysik des 17. Jahrhunderts, gegen die Metaphysik des Descartes, Spinoza, Malebranche und Leibniz bewiesen haben. Dieser Gegensatz konnte den Deutschen erst sichtbar werden, seitdem sie selber im Gegensatz zur spekulativen Metaphysik stehen. Also Marx. Der junge Marx hat denn auch in der Heiligen Familie eine Deutung gegeben, die uns vom Materialismus zu dessen dialektischer Form überleiten soll. Marx, es bedarf keines großen Scharfsinnes, um aus den Lehren des Materialismus von der ursprünglichen Güte und gleichen intelligenten Begabung der Menschen, der Allmacht der Erfahrung, Gewohnheit, Erziehung, der Einflüsse der äußeren Umstände auf den Menschen, der hohen Bedeutung der Industrie, der Berechtigung des Genusses, ebenso seinen notwendigen Zusammenhang mit dem Kommunismus und Sozialismus einzusehen. Wenn der Mensch aus der Sinnenwelt und der Erfahrung in der Sinnenwelt alle Erkenntnis, Empfindung etc. sich bildet, so kommt es also darauf an, die empirische Welt so einzurichten, dass er das wahrhaft Menschliche in ihr erfährt, sich angewöhnt, dass er sich als Mensch erfährt. Wenn das wohlverstandene Interesse das Prinzip aller Moral ist, so kommt es darauf an, dass das Privatinteresse des Menschen mit dem menschlichen Interesse zusammenfällt. Wenn der Mensch unfrei im materialistischen Sinne, das heißt frei ist, nicht durch die negative Kraft, dies und jenes zu meiden, sondern durch die positive Macht, seine wahre Individualität geltend zu machen, so muss man nicht das Verbrechen am Einzelnen strafen, sondern die antisozialen Geburtsstätten des Verbrechens zerstören und jedem den sozialen Raum für seine wesentliche Lebensäußerung geben. Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muss man die Umstände menschlich bilden. Wenn der Mensch von Natur gesellschaftlich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in der Gesellschaft und man muss die Macht seiner Natur nicht an der Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der Gesellschaft messen. Mit den alten Formen des Materialismus hat sich Alfred Schmidt das ganze Leben lang beschäftigt und auch mehr daraus entnommen als Marx selber, wenn er bei Feuerbach, Schopenhauer, Goethe durchaus Weiterführendes deutlich machte. Die Beschäftigung mit seinen späteren Arbeiten vertieft noch, was er in seiner Doktorarbeit ausführte. Dort heißt es, Materialismus überhaupt heißt, die Gesetze der Natur bestehen unabhängig und außerhalb des Bewusstseins und Willen des Menschen. Dialektischer Materialismus heißt, die Menschen können sich dieser Gesetzmäßigkeiten nur versichern durch die Form ihrer Arbeitsprozesse hindurch.
den so zu verstehenden Zusammenhang von Unabhängigkeit und gesellschaftlicher Bedingtheit der Naturgesetze hat Marx im Sinn, wenn er in einem Brief an Kugelmann schreibt: Naturgesetze können überhaupt nicht aufgehoben werden. Was sich in historisch verschiedenen Zuständen ändern kann, ist nur die Form, worin jene Gesetze sich durchsetzen. Zwar sieht sich die Gesellschaft immer denselben Naturgesetzen gegenüber. Ihre jeweilige historische Struktur bestimmt indessen die Form, in der die Menschen ihnen ausgesetzt sind. Sowohl die Wirkungsweise und ihren Gültigkeitsbegriff als auch das Maß, in dem sie durchschaut und gesellschaftlich nutzbar gemacht werden können. Ganz lässt sich die Macht der Natur nicht brechen. Hier haben wir auch schon das eine Moment des Materialismus, das Schmidt immer wieder gegen den Idealismus festhalten wird. Aber das ist noch nicht alles. Er wendet sich auch gegen die absolut teleologische Interpretation der Natur, wie sie einst physiotheologisch, aber auch im Idealismus vertreten wurde. Das kann er auch schon bei Marx festmachen. Mit der gesamten Aufklärungstradition, der übrigens auch Hegel folgt, wendet sich Marx gegen jegliche naiv-teleologische Deutung der außermenschlichen Natur. In einem Brief an Lassalle lobt er an Darwins Schrift On the Origin of Species by Means of Natural Selection, dass in ihr zuerst der Teleologie in der Naturwissenschaft nicht nur der Todesstoß gegeben, sondern der rationelle Sinn derselben empirisch auseinandergelegt worden sei. Unter dem rationellen Sinn der Teleologie versteht Marx den Umstand, dass es im Pflanzen- und Tierreich so etwas wie eine natürliche Technologie gibt. Bei Darwin bilden sich Marx zufolge die Pflanzen- und Tierorgane als Produktionsinstrumente im Prozess der Aneignung und des Austauschs mit den äußeren Bedingungen heraus. Über die ersten tierartig instinktmäßigen Formen zweckmäßigen Verhaltens gegenüber der Natur kommen auch die archaischen Menschen noch nicht hinaus. Insgesamt sieht Marx in der vormenschlichen Geschichte die Voraussetzung angelegt für den von gesellschaftlich organisierten Menschen bewusst geführten Kampf mit der Natur. Also man sieht hier, wie modern eigentlich Marx damals schon gewesen war, den heutigen ökologischen Theorien sogar noch überlegen. Den darwinschen Einsichten in die Notwendigkeit, auch Natur geschichtlich zu denken, folgt Marx. Hegel und Schelling taten das noch nicht. Entwicklung war bei ihnen noch keine Realgenese, sondern eine geistige Genese der Form, wie sie im Gedanken fortschreiten. Eine Teleologie sowohl in der Natur als auch in der Geschichte gibt es in einem absoluten Sinne nicht, nur eine endliche Teleologie. Diese ist von Hegel nicht so weit entfernt, da er diese Kategorie für die Praxis anerkennt. So heißt es in der Enzyklopädie Hegels: Praktisch verhält sich der Mensch zu der Natur als zu einem unmittelbaren und äußerlichen Selbst, als ein unmittelbar äußerliches und damit sinnliches Individuum, das sich aber auch so mit Recht als Zweck gegen die Naturgegenstände benimmt. Die Betrachtung derselben nach diesem Verhältnis gibt den endlich teleologischen Standpunkt. In diesem findet sich die richtige Voraussetzung, dass die Natur den absoluten Endzweck nicht in ihr selbst enthält. Wenn aber diese Betrachtung von besonderen endlichen Zwecken ausgeht, macht sie diese teils zu Voraussetzungen, deren zufälliger Inhalt für sich sogar unbedeutend und schal sein kann. Teils fordert das Zweckverhältnis für sich eine tiefere Auffassungsweise als nach äußerlichen und endlichen Verhältnissen. Die Betrachtungsweise des Begriffs, der seiner Natur nach überhaupt und damit der Natur als solcher immanent ist. So Hegel. Wie Marx in den Feuerbach-Thesen entwickelte, hat der Idealismus die Tätigkeit entwickelt. Im Kapital findet sich nach der zweiten Hegel-Aneignung auch eine Bezugnahme auf diesen endlich teleologischen Standpunkt, den die menschliche Arbeit kennzeichnet. Die Betrachtung steht im Kontext der Unterscheidung von Arbeits- und Verwertungsprozess, wo Marx also Naturalform und Wertform der gesellschaftlichen Arbeit differenziert. Im Kontext von Arbeit wird, wie eingangs schon hervorgehoben, auch etwas von der Natur kenntlich. Das ist sicherlich eines der bekanntesten Zitate von Marx. Wir unterstellen die Arbeit in einer Form, worin sie dem Menschen ausschließlich angehört. Eine Spinne verrichtet Operationen, die denen des Webers ähneln.
und eine Biene beschämt durch den Bau ihrer Wachszellen manchen menschlichen Baumeister. Was aber von vornherein den schlechtesten Baumeister vor der besten Biene auszeichnet, ist, dass er die Zelle in seinem Kopf gebaut hat, bevor er sie in Wachs baut. Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Nicht, dass er nur eine Formveränderung des Natürlichen bewirkt. Er verwirklicht im Natürlichen zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muss. Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der Organe, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, für die ganze Dauer der Arbeit erheischt. Und umso mehr, je weniger sie durch den eigenen Inhalt und die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fortreißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen Kräfte genießt. Für den Naturbegriff ist auch das andere Moment des Gesamtprozesses der Produktion entscheidend, nämlich die Konsumption der Gebrauchswerte. Der Ort, wo das Produkt aus der Ökonomie herausfällt und verkonsumiert wird. Erst wenn die Produkte auch wirklich genutzt werden, sind sie wirkliche Produkte und nicht Müll oder Schrott. Wenn auch heute manchmal der Eindruck entsteht, dass einem lediglich Müll und Schrott auf dem Markt angeboten werden. In der Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie heißt es zu Produktion und Konsumption: Das Produkt erhält erst den letzten Finish in der Konsumption. Eine Eisenbahn, auf der nicht gefahren wird, die also nicht abgenutzt, nicht konsumiert wird, ist nur eine Eisenbahn Dynamae, nicht der Wirklichkeit nach, also nur der Möglichkeit nach. Nicht? Dynamae ist eine Kategorie von Aristoteles, die eine reale Möglichkeit, die also in der Materie fundiert ist, meint. Ohne Produktion keine Konsumption. Aber auch ohne Konsumption keine Produktion, da die Produktion so zwecklos wäre. Die Konsumption produziert die Produktion doppelt. Erstens, indem erst in der Konsumption das Produkt wirkliches Produkt wird. Zum Beispiel ein Kleid wird erst wirklich Kleid durch den Akt des Tragens. Ein Haus, das nicht bewohnt wird, ist in fact kein wirkliches Haus. Also als Produkt im Unterschied vom bloßen Naturgegenstand bewährt sich, wird das Produkt erst in der Konsumption. Die Konsumption gibt, indem sie das Produkt auflöst, ihm erst den Finishing Stroke. Denn Produkt ist das Produkt nicht als versachtlichte Tätigkeit, sondern nur als Gegenstand für das tätige Subjekt. Zweitens, indem die Konsumption das Bedürfnis neuer Produktion schafft, also den idealen innerlich treibenden Grund der Produktion, der ihre Voraussetzung ist. Die Konsumption schafft den Trieb der Produktion. Sie schafft auch den Gegenstand, der als zweckbestimmend in der Produktion tätig ist. Wenn es klar ist, dass die Produktion den Gegenstand der Konsumption äußerlich darbietet, so ist aber ebenso klar, dass die Konsumption den Gegenstand der Produktion ideal setzt, als innerliches Bild, als Bedürfnis, als Trieb und als Zweck. Sie schafft die Gegenstände der Produktion in noch subjektiver Form. Ohne Bedürfnis keine Produktion. Also Marx. Also ohne Bedürfnis wird also gar nicht erst produziert. Im Kapitalismus kommt allerdings noch dazu, dass es ein Bedürfnis sein muss, das mit Zahlungsfähigkeit ausgestattet ist. Also das, was die Ökonomen Nachfrage nennen. Aber hier stellt Marx noch per verständiger Abstraktion übergreifende Zusammenhänge dar. Nun haben wir es mit dem Begriff der Natur oder der Materie bei Marx nicht mit der Klötzchenmaterie der Atomisten zu tun. Da steht der Naturbegriff auch in Bezug auf den Genuss, mit dem Natur verbunden ist, nicht nur in Bezug auf die Qual und Mühsal, die man Arbeit nennt. Die Voraussetzung der Natur in der Arbeit darf auch nicht ideologisiert werden. Gegen die Naturidolatrie wendet sich Alfred Schmidt mit Marx ebenso wie gegen einen Nihilismus der Materie. Die Materialgebundenheit, so Schmidt, des menschlichen Tuns ist keine absolute. Zwar ist auf der einen Seite richtig, dass der zwecksetzende Wille nur im Einklang mit den materialeigenen Gesetzen, denen er ja von sich aus nichts hinzufügen kann, sich realisiert.
Andererseits aber ist das Naturmaterial von einer gewissen Plastizität. So kann innerhalb der Grenzen seiner physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Naturstoff Holz die Basis der verschiedensten Gebrauchswerte abgeben. Ganz wie umgekehrt in bestimmten Umfang möglich ist, einen Gebrauchswert ohne seine Nützlichkeit zu beeinträchtigen, aus verschiedenen Naturstoffen herstellen. Innerhalb der Grenzen seiner Eigenbestimmtheit bleibt ein Stoff den Arten seiner menschlichen Formierung gegenüber gleichgültig. Was eben bedeutet, dass die Zielsetzung nicht nur dem Stoff, sondern auch der Stoff der Zielsetzung untergeordnet ist. Wo die Menschen noch nicht vollends dem kapitalfixierten Maschinensystem subsumiert sind, ist das Verhältnis der Arbeit zum Stoff allerdings noch mit der künstlerischen Tätigkeit vergleichbar. Diese eher romantische Betrachtung von Arbeit, die auch die attraktiven Seiten an ihr aufzeigt, ist noch einseitig. Die Natur wird ja auch mehr oder weniger überwältigt, auch wenn es mit Francis Bacon gesagt so ist, dass man ihr gehorchen muss, um sie zu unterwerfen. Der Mensch steht ja nicht mit bloßen Händen vor der Natur, wie vor Jahrhunderten, sondern bedient sich listig der Mittel. So heißt es im Kapitel über das Arbeitsmittel. Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit auf diesem Gegenstand dienen. Er benutzt die mechanischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andere Dinge seinem Zweck gemäß wirken zu lassen. In diesem Zusammenhang zitiert Marx Hegels Modell der List der Vernunft. Hegel beschreibt das so: Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Tätigkeit, welche, indem sie Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken und sich aneinander abarbeiten lässt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozess einzumischen, gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. Also da muss man sich dann keine Spielen holen. Diese Art von List gilt insbesondere für das Arbeitsmittel, das noch einmal im Kapital thematisiert wird, wo er die Wertform des Arbeitsmittels, das fixe Kapital, behandelt. Der Teil der Produktionsmittel, der stofflich in das Produkt eingeht, also Rohstoff etc., erhält dadurch zum Teil Formen, woran er später als Genussmittel in die individuelle Konsumption eingehen kann. Die eigentlichen Arbeitsmittel, die stofflichen Träger des fixen Kapitals, werden nur produktiv verzehrt und können nicht in die individuelle Konsumption eingehen, weil sie nicht in das Produkt oder in den Gebrauchswert eingehen, den sie bilden helfen. Vielmehr ihm gegenüber ihre selbstständige Gestalt bis zu ihrem völligen Verschleiß bewahren. Aber nicht nur für den materiellen Produktionsprozess, sondern auch für die Naturerkenntnis spielt das Werkzeug, das Arbeitsmittel, die Maschinerie eine bedeutende Rolle. Wie Schmidt der Beschäftigung Lenins mit Hegel in seinen späteren Schriften entnimmt. Also da wird auch mal positiv Lenin zitiert. Mit Recht bemerkt Lenin, dass Hegel, indem er die Rolle des Werkzeugs nicht nur für den Arbeits-, sondern auch für den Erkenntnisprozess hervorhebe, zu einem Vorläufer des historischen Materialismus wird. Wie Hegel insgesamt die metaphysische Starre, die über allen vordialektischen Fassungen des Problems von Freiheit und Notwendigkeit liegt, überwindet, so verflüssigt er auch den dinglichen Gegensatz von Teleologie und Naturkausalität. Wenn für Marx die List des Menschen darin besteht, die mechanischen, physikalischen, chemischen Eigenschaften der Dinge als Machtmittel auf andere Dinge seinem Zweck gemäß wirken zu lassen, so liegen diesem Gedanken Hegels Erörterungen über das Verhältnis der Kategorien Mechanismus, Chemismus, Teleologie in der Wissenschaft der Logik zugrunde. Sie sind für das Verständnis der materialistischen Dialektik von großer Wichtigkeit. Schmidt findet einige Formulierungen, die eine strukturelle Analogie zur Bestimmung der hegelischen Logik darstellen und erläutert damit die Einheit von Materie und Tätigkeit, die also ein Chemismus beinhaltet. Das hatte ich mal einst etwas ausführlicher geschildert, aber das habe ich dann doch etwas gekürzt. Angesichts des Umstands, dass der chemische Prozess, bei dem die Gegenstände vermittelt werden und auch innerhalb der Vermittlung als solche erhalten bleiben, an sich schon das ist, was der menschliche Arbeitsprozess für sich ist, nimmt es nicht Wunder, dass Marx im Rohentwurf ebenfalls vom neutralen Produkt spricht,
wenn er ausdrücken will, dass im Gebrauchswert Naturstoff und menschliche Arbeit zwar verbunden sind, sich aber zugleich äußerlich bleiben. Das Neutrale ist ein Trennbares. Also damit hatte Hegel eins gemeint, also beispielsweise wenn man Säure und Base miteinander mischt, nicht, kommt ja Wasser dabei raus, also ein neutrales Produkt. Nicht? Das bezieht Marx dann auch auf den Arbeitsprozess. Dies kann Schmidt heranziehen, um den Zusammenhang und Trennung von Tätigkeit und Stofflichkeit genauer zu bestimmen. Dazu nimmt er die Unterscheidung Merleau-Pontys auf, die zweierlei Übergang vom Natürlichen unterscheidet, ein über das Natürliche hinaus und das Übernatürliche. Die endlich teleologische Tätigkeit des Menschen sprengt den Naturzusammenhang nicht. Es bedarf zu ihrer Erklärung keines der naturtranszendenten Prinzips, so sehr sie als geschichtliche Tätigkeit Natur negiert. Die der Natur gegenüber zunächst fremden Zwecke bedienen sich ihrer nicht nur, sondern haben selbst natürliche Ursachen. Mit der Gesellschaft vermittelt sind die Naturdinge zwar, wie Merleau-Ponty sagt, transnaturell, nicht aber surnaturell geworden. Also diese Transformation von Natur in Kultur macht die gesamte Menschengeschichte, die Geschichte der materiellen Produktion aus. Darin ist auch die Erkenntnistheorie als Element involviert. Wenn Erkenntnistheorie nicht mehr starr ist, sondern durch die materielle Produktion übergriffen wird, hat das für die Erkenntnis eine immense Bedeutung. Nicht nur für die Naturerkenntnis oder Naturwissenschaft, sondern auch für die Kultur- oder Geisteswissenschaften. Und diese Konsequenz zieht Schmidt auch. Für Marx ist, wie für Hegel, die höchste Gestalt der Erkenntnistheorie die Philosophie der Weltgeschichte. Der Erkenntnisvorgang lässt sich nicht als eine ein für alle Mal fixierbare Beziehung von Subjekt und Objekt beschreiben. Die Lehre von der Einheit von Theorie und Praxis bedeutet, dass den verschiedenen geschichtlichen Formen des menschlichen Kampfes mit der Natur auch verschiedene theoretische Spiegelungen entsprechen, die zugleich konstitutive Momente und Ausdruck dieses Kampfes sind. Wie die abstrakten Momente eines jeden Arbeitsprozesses, die zweckmäßige Tätigkeit oder die Arbeit selbst, ihr Gegenstand und ihr Mittel, eine sich jeweils geschichtlich neu formierende Einheit in der Verschiedenheit bilden, so treten auch Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff in wechselnde Konstellationen zueinander. Die Erkenntnismomente ändern sich in dem Maße, in dem die Menschen in ein neues, produktives Verhältnis zueinander und zur physischen Natur treten. Wie im Produktionsprozess die Trennung der Arbeit von ihren gegenständlichen Daseinsmomenten, Instrument und Material, aufgehoben ist, so lassen sich die theoretische Methode und Sache nicht trennen. Wir können hier schon sehen, dass gesellschaftliche Arbeit zum Paradigma der Erkenntnistheorie genommen wird. Das erkennende Bewusstsein ist eine Form des Gesellschaftlichen. Nichts, was sich abgelöst von Psychologie und menschlicher Geschichte bestimmen ließe. Die theoretischen Formen, sinnliche wie rationale, bilden einen Aspekt des sich in geschichtlicher Arbeit entfaltenden menschlichen Wesens. In den Pariser Manuskripten, also eines der noch früheren Schriften, wird das deutlich. Man sieht, wie die Geschichte der Industrie und das gewordene gegenständliche Dasein der Industrie, das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte, die sinnlich vorliegende menschliche Psychologie ist. Eine Psychologie, für die welche dies Buch, also gerade der sinnlich gegenwärtigste, zugänglichste Teil der Geschichte zugeschlagen ist, kann nicht zur wirklichen, inhaltvollen und reellen Wissenschaft werden. Was Marx in diesem Zusammenhang von Feuerbach abgrenzend über die Sinne sagt, ist auch ein Aspekt des durch die geschichtliche Arbeit entstandenen menschlichen Wesens. Nicht nur fünf Sinne, sondern auch die sogenannten geistigen Sinne, die praktischen Sinne, Wille, Liebe etc., mit einem Wort der menschliche Sinn, die Menschlichkeit der Sinne, wird erst durch das Dasein seines Gegenstandes, durch die vermenschlichte Natur. Die Bildung der fünf Sinne ist eine Arbeit der ganzen bisherigen Weltgeschichte. Der unter dem rohen praktischen Bedürfnis befangene Sinn hat auch nur einen bornierten Sinn. Für den ausgehungerten Menschen existiert nicht die menschliche Form der Speise, sondern nur ihr abstraktes Dasein als Speise.
Ebenso gut könnte sie in rohster Form vorliegen. Und es ist nicht zu sagen, wodurch sich diese Naturtätigkeit von der tierischen Nahrungstätigkeit unterscheidet. Die Arbeit der Weltgeschichte, die zur Bildung der Sinne führte, kann allerdings durch einen Besuch von Etablissements, in denen das Gedudel und Gestampfe des Endstadiums der Gehörlosigkeit produziert wird, auch wieder zurückgenommen werden. Das gilt auch für die Fähigkeit rationaler Erkenntnis, der Verarbeitung von Anschauungen und Vorstellungen in Begriffe. Dass es keine starre Gegebenheit des Bewusstseins gibt, wie es Hegel bereits vorwegnahm, wenn er davon sprach, dass die Substanz Subjekt werden solle. Das Bewusstsein ist in seiner Gegebenheit geschichtlich entsprungen und kann auch wieder zerstört werden. Worauf Schmidt aber jetzt nicht eingeht, in den Pariser Manuskripten ist, wie Schmidt aufweist, Marx noch ganz in Einklang auch mit Engels, der in der Naturdialektik die Bedeutung der praktischen Naturbeherrschung für die Entwicklung des Denkvermögens, des theoretischen Bewusstseins betont. Naturwissenschaft wie Philosophie haben den Einfluss der Tätigkeit des Menschen auf sein Denken bisher ganz vernachlässigt. Sie kennen nur Natur einerseits, Gedanken andererseits. Aber gerade die Veränderung der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen Denkens und im Verhältnis, wie der Mensch die Natur verändern lernte. In dem Verhältnis wuchs seine Intelligenz. Dies ist dann doch ein wichtiger Gedanke, der davon zeugt, dass die Tätigkeit des Denkens, noch da, wo sie abstrakt thematisiert wird, eine ist, die nicht nur eine konstitutive Funktion für die Gegenstände der Erfahrung haben, sondern selbst durch Ontisches, also durch die objektive Wirklichkeit, bestimmt ist, also selber durch die Veränderung der Natur und damit auch darüber hinaus von der Natur unmittelbar bestimmt ist. Schmidt unternimmt es hier, die Denkbewegung von Kant zu Hegel im Lichte Marxens zu interpretieren. Er umreißt eine Denkbewegung, die von der Feuerbach-Kritik bis zum Kapital reicht, wo Anfang und Ende der Bewegung sich wechselseitig beleuchten. Nichts unterscheidet den authentischen vom vulgären Marxismus, wie sein Verhältnis zu den aus der Denkbewegung von Kant zu Hegel sich ergebenden Probleme. Trotz aller kritischen Einwände gegen Philosophie überhaupt ist Marx seinem ganzen Ansatz nach dem deutschen Idealismus zutiefst verpflichtet. So kritisieren die Feuerbach-Thesen am gesamten herkömmlichen Materialismus, dass er die Wirklichkeit einseitig als in der Anschauung gegebenes Objekt, nicht aber als menschliche, sinnliche Tätigkeit, Praxis, nicht subjektiv gefasst habe. Nachdem einmal die idealistische Philosophie, nämlich in der kantischen Gestalt, gezeigt hat, dass die anschaulich gegebene Erfahrungswelt kein letztes ist, sondern immer schon das Resultat formierender und einheitsstiftender Leistung, ist Marx sich dessen bewusst, dass materialistische Kritik, will sie nicht in einem primitiven Objektivismus zurückfallen, nicht darin bestehen kann, die idealistische Einsicht als solche abstrakt in Abrede zu stellen, sondern in einer nicht mehr idealistischen Neufassung des Problems, wie eine gegenständliche Erfahrungswelt und ein einheitliches Bewusstsein von ihr möglich sein. Die organisierte gesellschaftliche Arbeit, das reale Subjekt, der im Lebensprozess Gestalt annehmende General Intellect, das Wirken des die individuellen Tätigkeit übergreifenden Gesamtarbeiters, erweist sich dem Materialismus als die Wahrheit des idealistischen Begriffs von Subjektivität. An diesem Problem der Fundierung der Erkenntnis in einem General Intellect, der Fundierung der Erkenntnis in der gesellschaftlichen Arbeit, die schon einiges vorwegnimmt, was im 20. Jahrhundert vor allem von Sohn Rethel, Adorno, Lukács und anderen thematisiert wurde, laborierte Marx allerdings schon etwas länger, worauf Schmidt hinweist. Schon vor seiner kritischen Auseinandersetzung mit Feuerbach nimmt Marx Anstoß an dem starren Dualismus erkenntnistheoretischen Position, der seit Descartes das neuzeitliche Denken beherrscht und dessen Überwindung von der deutschen Philosophie auf spekulative Basis versucht wurde. In den Pariser Manuskripten wird bereits die Erkenntnis in gesellschaftlicher Arbeit fundiert und theoretische Aufgaben in praktische transformiert. Bei Marx heißt es, man sieht, wie Subjektivismus und Objektivismus, Spiritualismus und Materialismus, Tätigkeit und Leiden erst im gesellschaftlichen Zustand ihren Gegensatz und damit ihr Dasein als solche Gegensätze verlieren.
Man sieht, wie die Lösung der theoretischen Gegensätze selbst nur auf eine praktische Art, nur durch die praktische Energie des Menschen möglich ist. Und ihre Lösung daher keineswegs nur eine Aufgabe der Erkenntnis, sondern eine wirkliche Lebensaufgabe ist, welche die Philosophie nicht lösen konnte, eben weil sie dieselbe als nur theoretische Aufgabe fasste. Bei Marx heißt allerdings Praxis nicht bloß, wie heute das gern gehandhabt wird, sprachliche Kommunikation. Es gehört wesentlich dazu, dass der Mensch gegenständlich tätig ist, wenn auch manchmal per List der Vernunft, ohne sich Schwielen an den Händen zu holen. Die Pariser Manuskripte sind da ebenso instruktiv. Das gegenständliche Wesen wirkt gegenständlich und es würde nicht gegenständlich wirken, wenn nicht das Gegenständliche in seiner Wesensbestimmung läge. Es schafft, setzt nur Gegenstände, weil es durch Gegenstände gesetzt ist, weil es von Haus aus Natur ist. In dem Akt des Setzens fällt es also nicht aus seiner reinen Tätigkeit in ein Schaffen des Gegenstandes, sondern sein gegenständliches Produkt bestätigt nur seine gegenständliche Tätigkeit, seine Tätigkeit als die Tätigkeit eines gegenständlichen, natürlichen Wesens. Wir sehen hier, wie der durchgeführte Naturalismus oder Humanismus sich sowohl von dem Idealismus als dem Materialismus unterscheidet und zugleich ihre beide vereinigende Wahrheit ist. Schmidt erläutert das näher, was denn hier Naturalismus heißt und wie der Naturalismus mittels des subjektiven Idealismus in Tätigkeit versetzt wird. Vermittlung geschieht auf dem Boden der Natur. Naturalistisch, wenngleich nicht im Sinne der Feuerbachschen Philosophie, ist diese Dialektik deshalb, weil die wechselseitige Vermittlung von Natur und Gesellschaft innerhalb der Gesamtrealität Natur sich zuträgt. Das gesellschaftliche Subjekt, durch dessen Filter alle Objektivität hindurchgeht, ist und bleibt ein raumzeitlicher Bestandteil dieser Objektivität. Die gesellschaftliche Praxis vereinigt die Momente der Erkenntnis und vermittelt ihren Übergang ineinander. Das theoretische Verhalten der Menschen vollzieht sich in den durch die Struktur ihrer Arbeitssituation jeweils vorgezeichneten Formen. In der Arbeit verhalten sie sich als sensualistische Materialisten und subjektive Idealisten zugleich. Erstere sind sie dadurch, dass sie sich an einem selbstständigen Material sich bewähren, an wirklichen Naturdingen, nicht bloßen Empfindungskomplexen, wie etwa Ernst Mach behauptet. Zweiteres, weil sie das Natürliche unter ihre Zwecke subsumieren. Dies ist genau das, was die erste Feuerbach-These Marxens formulierte. Der Hauptmangel eines bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird. Nicht aber als sinnlich-menschliche Tätigkeit Praxis, nicht subjektiv. Daher die tätige Seite abstrakt im Gegensatz zu dem Materialismus, von dem Idealismus, der natürlich die wirkliche, sinnliche Tätigkeit als solche nicht kennt, entwickelt. Feuerbach will sinnliche, von den Gedankenobjekten wirklich unterschiedene Objekte. Aber er fasst die menschliche Tätigkeit selbst nicht als gegenständliche Tätigkeit. Also wenn Natur dem Idealismus zu einem Nichtigen wird, ihr Ansichtsein zum Scheine herabsinkt, dann werden darin die Grundpositionen neuzeitlicher Erkenntnistheorie reflektiert. Bei Hegel und Marx liegt also eine praktische Verschlingung von Subjektivismus und Objektivismus vor. Sofern die Menschen in ihrer Tätigkeit auf ein unabhängig von ihnen existierendes Material verwiesen sind, verhalten sie sich als Sensualisten. Nichts ist im Intellekt, was nicht vorher in den Sinnen war, wie John Locke formulierte. Aber umgekehrt ist auch nichts in den Sinnen, was nicht vorher antizipativ im Intellekt war. Oder wie Marx sich ausdrückt, am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell, vorhanden war. Alfred Schmidt hat bei den sowjetischen Psychologen Rubinstein die Übertragung dieser Einsicht auf die Wahrnehmung entdeckt und zitiert unter anderem: Die gesellschaftliche Praxis verwandelt die Natur und erzeugt das gegenständliche Sein der vermenschlichten Natur. Damit ruft sie neue Formen der spezifisch menschlichen Wahrnehmung hervor. Teilweise entwickelt sie diese. Die spezifisch menschliche Form der Wahrnehmung sind nicht nur Voraussetzung der spezifisch menschlichen Tätigkeit, sondern auch ihr Produkt. Alfred Schmidt kommentiert das dann, wie die Menschen in ihrer Praxis nicht bei der sich darbietenden Unmittelbarkeit des Naturseins beharren,
sondern zu seinen vermittelteren industriellen Aneignung übergehen, so bleiben sie auch nicht beim sinnlich konkreten Wissen stehen, wie die Wahrnehmungen es liefern, sondern gehen zum begrifflichen Wissen über, das tiefere Wirklichkeitsschichten erschließt und sich somit als konkreter erweist als das sinnliche Wissen, das seiner Form nach farbig und lebendig, inhaltlich dagegen arm an Bestimmungen und daher abstrakt ist. Also wir kennen das ja, ist ein Elementarteilchenbeschleuniger, also wo dann Elementarteilchen mit Neutronen beschossen werden. Nicht? Das ist auch gegenständliche Tätigkeit. Hier ist vom Gedankenkonkretum die Rede, das Marx modifiziert von Hegel übernimmt, nur dass das Resultat des Aufstiegs vom Abstrakten zum Konkreten dann nicht als Demiurg, also Werkmeister, des Wirklichen gilt, wie es Marx zufolge bei Hegel der Fall ist. Die Bewegung der Kategorien ist also nicht auch die der reproduzierten Wirklichkeit. Die Formulierung stammt aus dem Methodenkapitel der Kritik der politischen Ökonomie. Da heißt es, das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es daher als Prozess der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt. Obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der Anschauung und der Vorstellung ist. Die begriffene Welt ist daher für Marx auch nicht wie bei Hegel erst das Wirkliche. Der Gang des Begriffs erzeugt seinen Gegenstand nicht. Hegel geriet auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete anzueignen, ist als ein geistig Konkretes zu reproduzieren, keineswegs aber der Entstehungsprozess des Konkreten selbst. Das besagt nicht, soweit folgt Marx auch Hegel, dass der Erkenntnisprozess nur eine Reproduktion der materiellen Verhältnisse wäre. Er bestreitet nicht, dass die materielle Produktion und damit die Erkenntnisprozesse, die von ihr vorausgesetzt sind, diese materiellen Verhältnisse in hohem Grad auch bestimmen. Der Produktionsprozess ist ja auch schon in seiner Zeit weitgehend bestimmt von den Naturwissenschaften, die seit der Renaissance zunehmend Gesetzeserkenntnisse liefern, sodass der Produktionsprozess in zunehmendem Maße zur Anwendung naturwissenschaftlicher Einsichten geworden ist, wobei die individuelle Leistung in ihrer Bedeutung zeitweilig zurücktrat. Die Scheidung der geistigen Potenzen des Produktionsprozesses von der Handarbeit und die Verwandlung derselben in Mächte des Kapitals über die Arbeit, so Marx, vollenden sich, wie bereits früher angedeutet, in der auf Grundlage der Maschinerie aufgebauten großen Industrie. Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind und mit ihm die Macht des Meisters bilden. Marx zeigt anhand der Entwicklung der Naturalform des fixen Kapitals, dass er vom zirkulierenden Kapital unterscheidet, wie sich allgemeines gesellschaftliches Wissen mit der materiellen Produktion konfirmiert. Die Entwicklung des Kapitalfix zeigt an, bis zu welchem Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, Knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des General Intellects gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert sind, nicht nur in der Form des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der gesellschaftlichen Praxis, des realen Lebensprozesses. Das besagt auch, dass die Erkenntnis von der Gesellschaft, von der gesellschaftlichen Arbeit übergriffen wird. Vom späten Marx her wird dadurch auch die zweite Feuerbach-These in einem Aspekt konkretisiert, in dem der Zusammenhang von Erkenntnistheorie und Industrie beleuchtet wird. Sie lautet, die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständliche Wahrheit zukomme, ist keine Frage der Theorie, sondern eine praktische Frage. In der Praxis muss der Mensch die Wahrheit, das ist Wirklichkeit und Macht, Diesseitigkeit seines Denkens beweisen. Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens, das von der Praxis isoliert ist, ist eine rein scholastische Frage. Zur Praxis gehört also in diesem Zusammenhang nicht nur die Totalität des Lebensprozesses der Gesellschaft, sondern auch die Industrie im engeren Sinne, wie auch die naturwissenschaftlichen Experimente. Horkheimer
hat er diese ebenfalls als wesentliches Moment angesehen und Schmitz zitierte ihn: Die Beziehung von Hypothesen auf Tatsachen vollzieht sich schließlich nicht im Kopf des Gelehrten, sondern in der Industrie. Schmitt weiß angesichts dessen, dass Praxis als Wahrheitskriterium und Grundlage der Erkenntnis in marxistische Lehrbücher eingewandert ist, auf mögliche Missverständnisse hin. Wenn Praxis einmal nicht pragmatistisch missverstanden wird, zum anderen, wenn nicht vergessen wird, dass die erkenntnistheoretische Rolle der Praxis keineswegs darin erschöpft, gewissermaßen als ein der Theorie äußerliches Anhängsel rückwirkend die Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung von Denkinhalt und Gegenstand festzustellen, sondern dass die Praxis überhaupt nur Wahrheitskriterien sein kann, weil sie als ein geschichtliches Ganzes die Gegenstände der normalen menschlichen Erfahrung konstituiert, wesentlich an ihrer inneren Zusammensetzung beteiligt ist. Die sinnliche Welt ist also auch Produkt der Industrie, natürliches Material, das über eine Betätigung in der Natur in Organe des menschlichen Willens verwandelt wurde. Oder wie Marx sich ausdrückt, die Arbeit hat sich mit ihrem Gegenstande verbunden. Sie ist vergegenständlicht und der Gegenstand ist verarbeitet. Was auf Seiten des Arbeiters in der Form der Unruhe erschien, erscheint nun als ruhende Eigenschaft in der Form des Seins auf Seiten des Produkts. Er hat gesponnen und das Produkt ist ein Gespinst. Das ist jetzt buchstäblich gemeint, nicht das Hirngespinst. Die gegenständliche Welt ist eine Einheit eines materiellen Substrats, das ohne Zutun des Menschen vorhanden ist und formierender Arbeit. Hier sieht Schmitt rechtens eine bis dahin vernachlässigte Beziehung von Kant und Marx, den er im Folgenden formuliert. Ganz wie Kant lassen sich auch bei Marx Form und Materie der erscheinenden Welt nur in abstracto, nicht aber real trennen. Wie bei Kant, und das ist letztlich der Grund, weshalb es sinnvoll ist, bei einer Erörterung der marxischen Dialektik auf die kantische Konstitutionsfrage zu verweisen, bleibt auch bei Marx Form und Materie einander äußerlich. So verschieden von Kant Marx im Übrigen auch ihre Wechselbeziehung bestimmt. Was bei Kant transzendentale Affinität heißt, die subjektive Geformtheit des sinnlichen Materials und dessen zunächst chaotischen Charakter unterstellt, ist bei Marx im Kapital die gesellschaftliche Geformtheit einer selbst bereits geformten Natur. Der Mensch kann in seiner Produktion nur Verfahren wie in der Natur selbst, das heißt nur die Form der Stoffe ändern. Die Frankfurter Diskussionen drehten sich so denn auch um eine Triade von Kant, Hegel und Marx, die jeweils zur Korrektur oder Erläuterung gegeneinander gewandt wurden. Also so waren dann auch immer die Seminare aufgebaut. Nicht? Erst wurde Kant gemacht, dann wurde Hegel gemacht, mit Hegel wurde Kant kritisiert und dann wurde Marx gemacht und dann wurde mit Kant dann Hegel wiederum kritisiert. Nicht? Das war in Frankfurt dann in den Adorno-Seminaren sehr oft so. Marx nimmt hierbei, und hier sind auch die Ursprünge der negativen Dialektik Adornos zu erkennen, einen schwer zu fixierenden Ort zwischen Kant und Hegel ein. Die Kritik an Hegels Identität von Subjekt und Objekt hatte Marx zu Kant zurückgeführt. Ohne dass er das materielle Sein, das mit dem Denken nicht identische Sein, als unerkennbares Ding an sich auftreten ließ. Die transzendentale Apperzeption bei Kant, das ist also das unveränderliche Begleitbewusstsein, das alle unsere Vorstellungen muss begleiten können, sollte ein für alle Mal erklären, wie es zu einer einheitlichen Erfahrungswelt komme. Dagegen wendet Marx die hegelische Einsicht, dass Subjekt und Objekt in historisch wechselnde Konstellationen treten, so wie sich bei Marx die Arbeit in verschiedenen Arbeitsprodukten vergegenständigt, ohne diese identitätsphilosophisch in einer Einheit aufzulösen. Insofern die Welt menschliches Produkt ist, bei Hegel war dies vermittels der Sprachpraxis die ganze Welt, die zur Setzung des Geistes wurde, ist für Marx durchaus erkennbar. Aber es gibt bei ihm nur eine relative, keine absolute Grenze. Und hier wären wir bereits beim Übergang zu Adornos Naturbegriff, wie er ihn in den ersten der Studien zu Hegel thematisiert. Adorno nimmt hier Bezug auf Schellings Naturphilosophie, von der bereits Marx als von dessen aufrichtigen Jugendgedanken sprach. Diese verknüpft er mit der aus Schellings Spätphilosophie stammenden Scheidung von Existenz und Wesen oder Existentia und Essentia. Diese leitet über zur positiven Philosophie,
die über Hegels Panlogismus, also für Schelling negative Philosophie, hinausging, in der Gott zur Idee, also zum absoluten Begriff wurde. Der Berliner Vorlesung Schellings wohnte ein Publikum bei, zu dem unter anderem Friedrich Engels, der Anarchist Bakunin, der protestantische Theologe Kierkegaard, Ludwig Feuerbach und viele andere mehr, die wir aus der Geschichte, also der materialistischen Dialektik auch kennen. Schelling beschäftigte sich zwar vornehmlich mit theologischen Problemen der Mythologie und Offenbarung, hatte aber bei dessen Grundlegung der Materialismus in seiner dialektischen Spielart auf den Weg gebracht. Und so konnte Adorno in seiner Hegel-Kritik, also die hat er in etwa von 1956 bis 1963 formuliert, die nicht zufällig in die Zeit der Abfassung von Alfred Schmidts Dissertation erfolgte, das Schellingsche Erbe herausstellen, als er gegen Hegel schrieb, und das ist jetzt aus den drei Studien zu Hegel, der sprachliche Ausdruck Existenz, notwendig ein begriffliches, wird verwechselt mit dem, was er designiert, also bezeichnet, dem Nichtbegrifflichen, in Identität nicht einzuschmelzenden. Die Absolutheit des Geistes ist immanent von Hegel nicht durchzuhalten und wenigstens so weit bezeugt, dass seine Philosophie selbst, wie sie das Absolute nirgends findet, als in der Totalität der Entzweiung, in der Einheit mit seinem Anderen. Also man sieht hier, dass also das, was wir an Marx schon herausgearbeitet haben, bei Adorno jetzt äußerst abbreviativ, also verkürzend zusammengefasst wird. Schelling wie Marx galt die Natur als das den Geist Übergreifende, der nicht selber zur Totalität werden dürfe, beziehungsweise sich der Natur subordinieren dürfe. Die Textstelle, in der Adorno dies erstmals formulierte, ist der Schlüssel für dessen Naturbegriff. Geist ist demzufolge Moment gesellschaftlicher Arbeit, die selber auf Natur in einem umgreifenden Sinne verwiesen ist. Wenn Natur als Setzung oder Natura Naturata, das heißt so viel wie Naturte Natur und unterscheidet sich von Natura Naturans, das wird von Spinoza gebraucht, bei Schelling wird es übersetzt in Natur als Objekt, also Natura Naturata, und Natur als Subjekt, das heißt ja Natura Naturans. Im Mittelalter war Natura Naturans zeitweilig sogar in der arabischen Philosophie mit Gott identisch. Nicht? Also ist also nicht ohne Geist, aber vermittelt durch gesellschaftliche Arbeit zu denken. Hier läuft es auf eine nicht mit Engels zu verwechselnde Naturdialektik hinaus. Adorno schreibt jetzt nun, wo er sich dann wiederum auf eine sehr gute Stelle bei Marx bezieht, wäre es erlaubt, über die hegelische Spekulation zu spekulieren, so könnte man in der Ausweitung des Geistes zur Totalität die auf den Kopf gestellte Erkenntnis vermuten, der Geist sei gerade kein isoliertes Prinzip, keine sich selbst genügende Substanz, sondern ein Moment der gesellschaftlichen Arbeit, das von der körperlichen getrennte. Körperliche Arbeit aber ist notwendig auf das verwiesen, was sie nicht selbst ist, auf Natur. Ohne deren Begriff kann Arbeit und schließlich auch deren Reflexionsform, der Geist, so wenig vorgestellt werden wie Natur ohne Arbeit. Beide sind unterschieden und durcheinander vermittelt in eins. Die marxische Kritik des Gothaer Programms benennt umso genauer einen in der hegelischen Philosophie tief verschlossenen Sachverhalt, je weniger sie als Polemik gegen Hegel gemeint war. Es geht um den allbeliebten Spruch, die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums und aller Kultur. Das ist also die Auffassung der politischen Ökonomie, nicht? Adam Smith und Ricardo und so weiter. Und auch der Vulgärökonomie. Nun zitiert Adorno Marx. Dem wird entgegengehalten. Die Arbeit ist nicht die Quelle allen Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte. Und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum. Als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft.
Jene Phrase findet sich in allen Kinderfibeln und ist insofern richtig, als unterstellt wird, dass die Arbeit mit den dazugehörigen Gegenständen und Mitteln vorgeht. Ein sozialistisches Programm, also das ist das Gotha-Programm der SPD, ist damit gemeint, darf aber solchen bürgerlichen Redensarten nicht erlauben, die Bedingungen zu verschweigen, die ihnen allein einen Sinn geben. Und soweit der Mensch sich von vornherein zur Natur, der ersten Quelle aller Arbeitsmittel und Gegenstände, als Eigentümer verhält, sie als ihm gehörig behandelt, wird seine Arbeit Quelle von Gebrauchswerten, also auch von Reichtum. Die Bürger haben sehr gute Gründe, der Arbeit übernatürliche Schöpfungskraft anzudichten. Denn gerade aus der Naturbedingtheit der Arbeit folgt, dass der Mensch, der kein anderes Eigentum besitzt als seine Arbeitskraft, in allen Gesellschafts- und Kulturzuständen der Sklave der anderen Menschen sein muss, die sich zu Eigentümern der gegenständlichen Arbeitsbedingungen gemacht haben. Hegel steht Adorno zufolge auf dem Boden der politischen Ökonomie, so dass er Hegel mittels der Kritik Marxens an dessen Arbeitsmetaphysik kritisieren kann. Diese berühmte Formulierung, die oft verwendet wird, ohne es zu erwähnen, dass es von Adorno stammt, darum aber darf Hegel um keinen Preis die Trennung von körperlicher und geistige Arbeit Wort haben und dechiffriert nicht den Geist als isolierten Aspekt der Arbeit, sondern verflüchtigt umgekehrt die Arbeit in einen Moment des Geistes, wählt gewissermaßen die rhetorische Figur pars pro toto zur Maxime, also ein Teil für das Ganze. Losgelöst von dem, was nicht identisch ist mit ihr selber, wird Arbeit zur Ideologie. Die über die Arbeit anderer verfügen, schreiben ihr Würde an sich, jene Absolutheit und Ursprünglichkeit zu. Gerade weil die Arbeit nur eine für andere ist. Arbeitsmetaphysik und Aneignung fremder Arbeit sind komplementär. Das können wir heute bei jeden Lohnverhandlungen immer wieder hören, nicht? Wie wichtig doch die Arbeit sei und wie erhaben diese Arbeit sei, nicht? Es gibt ja schon ganze Programme in der Ausbildung, wo dem Arbeiter immer Selbstbewusstsein beigebracht wird. Damit noch die kläglichste Arbeit als etwas Besonderes Erhabenes ausgegeben werden kann. Also, dass diese Kritik Schelling etwas verdankt, lässt sich daran erkennen, dass Adorno, obwohl man den Namen Schelling an vielen Stellen vermisst, ihn in vergleichbaren Kontext auch erwähnt. Dass Schellings Spätphilosophie manchmal als reaktionär von Lukács in Zerstörung der Vernunft, die Adorno zufolge die seiner eigenen war, als irrational, gar Vorläufer des Faschismus bezeichnet wurde, ist einer der Gründe, dass ein Moment des Naturverständnisses Schellings, das bei Marx, aber auch bei Bloch aufgenommen wurde, kaum diskutiert wurde. Ich zitiere jetzt den Adorno in dieser Hinsicht. Immanente Kritik hat ihre Grenze darin, dass schließlich das Gesetz des Immanenzzusammenhangs eins ist mit der Verblendung, die zu durchschlagen wäre. Aber dieser Augenblick, wahrhaft erst der qualitative Sprung, stellt einzig im Vollzug der immanenten Dialektik sich ein, die den Zug hat, sich zu transzendieren. Nicht durchaus unähnlich dem Übergang der platonischen Dialektik zu den an sich seienden Ideen. Schlösse Dialektik total sich zusammen, so wäre sie bereits jene Totalität, die aufs Identitätsprinzip zurückgeht. Dieses Interesse hat Schelling gegen Hegel wahrgenommen und damit den Spott über die Abdikation des Gedankens sich dargeboten, der zur Mystik flüchte. Ein Übergang also in der platonischen Dialektik. Die Ideen kommen ja auch bei Platon nicht wie aus der Pistole geschossen, sondern es gibt also Stufen, die anfangen von, bei der sinnlichen Wahrnehmung über Meinung, Verstand bis hin zu Vernunftserkenntnissen und letztlich der Ideenerkenntnis. Also die Rede von Abdikation spielt an auf den förmlichen Verzicht auf ein öffentliches Amt, insbesondere der Thronverzicht eines absoluten Monarchen. Und auf solchen Thron sollte ja bei Fichte und Hegel die Vernunft sitzen, nicht bloß auf dem kantischen Richterstuhl der Vernunft. Der Sprung aus der Vernunft, das Eingeständnis,
dass Natur über den Geist übergreift, war für Fichte und Hegel eine Demütigung. Für Hegel war Natur eine liederliche Epoche in der Entwicklung des Geistes. Was sie für Schelling nicht war, sodass Marx, Bloch und Adorno hier einen verborgenen Materialismus sahen. So geht es dann bei Adorno weiter. Das materialistische Moment in Schelling, der dem Stoff an sich etwas wie treibende Kraft zuschrieb, mag an jenem Aspekt seiner Philosophie teilhaben. Aber auch der Sprung ist nicht zu hypostasieren, wie bei Kierkegaard. Sonst verlästert er die Vernunft. Dialektik muss sich einschränken aus dem Bewusstsein von sich selbst heraus. Materialistisch wird Adorno zufolge die Dialektik durch eine solche Einschränkung des Bewusstseins von sich selbst heraus, nicht aus einer Demutshaltung heraus, sondern durch den Übergang zum Vorrang des Objekts. Wobei dies gerade nicht als unvermittelt, sondern als vermittelt gilt und die Anstrengung ihm dabei paradox wie fehlbar gilt. Die berühmte Formulierung, was damit gemeint ist, vom Subjekt ist Objekt, nicht einmal als Idee wegzudenken, aber vom Objekt Subjekt. In Analogie dazu hat das Marigina Becker-Schmidt gegen Judith Butler auch angewandt, nicht? Gegen also die Auflösung der Tätigkeit in Performance. Nicht? Das ist ganz interessant. Dass die Natur in der Produktion, im Geist, in der gesellschaftlichen Kategorie, Lukács, oder postmodern formuliert, in der Konstruktion oder der Performance nicht verschwindet, beunruhigte stets den ideologischen, idealistischen Zeitgeist. Am Naturbegriff kann demnach auch festgestellt werden, was jemand über Gesellschaft denkt. Wenn Adorno den Doppelcharakter des Bedürfnisses betont, dass Natur, also Trieb, wie Gesellschaft in ihnen enthalten sind, dann darum, weil er sich weigert, das natürliche und gesellschaftliche Moment darin als primär und sekundär voneinander abzuspalten. Am Bedürfnis zeigt sich deutlich, dass auch Adorno eine Naturidolatrie vermeiden konnte. Das ist jetzt aus den Thesen über Bedürfnisse sehr lohnenswert, es mit den Pariser Manuskripten zu vergleichen. Ein Teil daraus habe ich ja zitiert. Das wird dann hier ganz deutlich, wie sehr Adorno von Marx auch abhängt. Nicht? Auch dort, wo er das mit Freud vermittelt gerade. Die Theorie des Bedürfnisses sieht sich erheblichen Schwierigkeiten gegenüber. Auf der einen Seite vertritt sie den gesellschaftlichen Charakter des Bedürfnisses und darum die Befriedigung der Bedürfnisse in ihrer unmittelbarsten, konkretesten Form. Sie kann sich keine Unterscheidung von guten und schlechten, echten und gemachten, richtigem und falschen Bedürfnis a priori vorgeben. Auf der anderen Seite muss sie erkennen, dass die bestehenden Bedürfnisse selber in ihrer gegenwärtigen Gestalt das Produkt der Klassengesellschaft sind. Menschlichkeit und Repressionsfolge wäre an keinem Bedürfnis säuberlich zu trennen. Die Gefahr einer Einwanderung der Herrschaft in die Menschen durch deren monopolisierte Bedürfnisse ist nicht ein Ketzerglaube, der durch Bannensprüche zu exorzieren wäre, sondern eine reale Tendenz des späten Kapitalismus. Natur ist demnach im Gesellschaftlichen nicht wegzudenken, was in der Dialektik der Aufklärung Eingedenken der Natur im Subjekt hieß und Freud in einem durchaus orthodoxen Sinne folgte. So wenig ist Gesellschaft, auch Geist, in der Natur wegzudenken, wenn wir sie aneignen. Der Vorrang des Objekts versperrt dabei den Weg, Natur in Gesellschaft, Kultur, Geist, Performance oder wie auch immer dies benannt wird, aufzulösen. Wenn etwas von Marx geblieben ist und mit Hilfe Adornos bewahrt werden kann, dann ist es dieses Eingedenken der Natur in der Gesellschaft, in den diversen gesellschaftlichen Kommunikationen. Nun bin ich am Ende mit dem schriftlichen Referat und den Rest könnt ihr dann noch erfragen, wenn etwas noch unklar geblieben ist.